Und damit willkommen zurück zu einer weiteren blutigen Folge hier in Arizona Sunshine 2. Kurzer Pausenbildschirm, warum erkläre ich euch sofort. Also, die letzte Folge ist leider zum Teil flöten gegangen. Ich hatte einen miesen Showdown auf einem Musikfestival. Es kamen sehr, sehr viele Zombies an. Ganz kurz vor meinem Tod ist aber dann das Militär aufgetaucht, hat mit zwei Helikoptern alles weggemäht, was vor mir an Zombiehorden stand. Ja, und jetzt zielen sie auf uns und was als nächstes passiert, das schauen wir uns jetzt an. Auf geht's. Jesus, relax. We're all on the same side here, okay? Gib mir den Hund. I'm getting a really weird vibe, guys. What's the problem here? You said he was your dog. Oh Gott, und da schießen sie direkt. Okay, das ist das Problem. Ich hab's ja schon vermutet. Buddy wird wahrscheinlich Patient Zero sein, hinter dem alle her sind und wir ziehen ihn die ganze Zeit auf ganz entspannt durch die Apokalypse mit ihm. Deswegen konnte der auch die ganzen Zombies alle wegsnacken und hat sich nicht verwandelt. Also wie gesagt, der Verdacht verhärtet sich gerade. Jetzt kommt das Militär, will den Hund wieder haben. Ich sag mal so, ich werde ihn auch mehr oder weniger übergeben, sonst geht's nicht weiter. Aber ich kann gerade nicht. Ich kann ihn nicht dahin befehligen. Schick den Hund. Ja. Siehst du, da schießen sie direkt. Keine Ahnung, wie wir die Stelle jetzt hier umgehen können. Irgendwie muss das klappen, aber ich kann ihn leider nicht befehligen, ist das Problem. Also, vielleicht haben wir auch gerade hier einen Hänger an der Stelle. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, wir sollen im Licht stehen bleiben. Jesus, relax! Wir sind alle auf der gleichen Seite hier, okay? Okay, sie schießen direkt auf uns, Freunde. Oh Mann, ey. Wie kommen wir aus der Nummer jetzt raus? Wobei, ich habe eine Idee. Eine Idee habe ich noch. Wir gucken jetzt mal, Moment. Uno momento. Jesus, schauen. We're all on the same side here, okay? This is it. This is how we signal the army. Okay, I'm getting a really weird vibe, guys. What's the problem here? Ja, Mann, das ist echt total weird. You said he was your dog. Why don't you call him? I see. So that was all bullshit. Huh? Why do you want him? Jetzt können wir ihn schicken. Oh no, jetzt nehmen sie ihn echt mit. Scheiße, Mann. Okay. Und jetzt? Oh no, da wird er mitgenommen. I don't give a shit if he's your dog. You treat him like that, I'll put your nose through your brain, understand? Oh Gott. Und da haben sie uns weggeschockt. Freunde. Pass auf, ey. Und jetzt gibt's hier die epische Rettungsaktion, wie wir unseren Hund zurückholen. Irgendwie so ein Ding wird das bestimmt jetzt. Pass mal auf. Da denkst du die ganze Zeit, das Militär ist auf deiner Seite und natürlich nicht. Oh, was haben wir denn jetzt? Okay. Fred? Ach, guck mal. Hey, hey, man. Where am I? You tell me. It's your dream. I mean, I'm no expert, but I'd say it's probably a metaphor. Yeah, about how you're all alone. How I'm the only friend you got. I got Buddy. The dog? Do I really have to say it out loud? Say what? Say what? You saw the picture. In the biker bar.
The dog belonged to patient zero. Ja, ich wusste es. How do you think that guy got infected in the first place? Ach so, nee, okay. Why do you think the army guys wanted the dog so bad? I literally don't have a brain and I still know what that means. The dog is patient zero, dude. Sag ich doch. And that means the dog is the one who ruined your whole fucking life. I don't believe that. Yes, you do. That's why you're making me tell you. Oh, Leute. You know what else you want me to tell you, don't you? You think I should kill Buddy? Bingo! Oh, no. Why did I do that? That's insane. Insane, is it? That dog, who acts all sweet and nice, it killed everyone. Millions of deaths. It killed every single person you ever cared about. And you think it deserves what? For you to pet it and say coochie coo? That is insane, pal. It's not as hat er auch irgendwie recht. He didn't know he had the virus. So fucking what? If you kill 100 million people, you think we should just let that slide? Buddy's my friend. Okay, Freunde, wir sind hier im Zwiespalt. I'm the one who kept you company all this time. I'm the one who kept you laughing. All your little quips, your little jokes, you're riffing on me. Me! You're right. Oha, wir sind im harten Zwiespalt, Freunde. Was würdet ihr an der Stelle tun? Töte den Hund. Naja, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich werde den Hund bestimmt nicht töten. Aber im Prinzip hat er schon recht, ne? Wenn der Hund Patient Zero war und dafür gesorgt hat... Oh Gott. Alles klar, wir sind in irgendeinem abgespaceden Labor, Freunde. Oh, und ich bin angekettet. Oh, ganz normaler Montagmorgen wieder. Scheiße. Oh, no. Fuck. Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Fuck. Hurensöhne. Scheiße. Oh, ich komme nicht an die Axt dran. Nein. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Oh, shit! Panik. Ah, okay, so. Ah, okay, warte mal. Der heiße Draht auf einmal, Freunde. Ha. So, jetzt haben wir es doch. Stirb! Ah. Mach ihn fertig. Ah. So. Okay, wir sind in irgendeinem abgespaceden Labor, Leute. Jetzt kommen die Resident Evil Vibes. Jetzt geht der Shit richtig ab. Pass mal auf. Okay, wir müssen wahrscheinlich uns hier durchkämpfen und Buddy suchen. Oha! Eben noch ganz entspannt an der frischen Luft. Töte den Hund. Oh, geil, Mann. Okay, das ist ein übles Level-Design. Jetzt geht's ab, Freunde. Wir haben nur die Axt. Oha! Geiler Scheiß. Buddy, I know you're here somewhere. Ah, bleib liegen. Ah, und du auch. Ah. Yes. Okay, warte mal, da liegt schon die erste Munition. Haben wir übrigens noch jede Menge von. Wir haben nur keine... Haben wir Knarren? Nee, wir haben keine Knarren gerade. Wir haben nur die Axt. Oha, das kann ja was werden. Gib mir mal so eine Würstchen to go. Geil, schlachten wir uns hier durch. Okay, der Hund hat die ganze Sache ins Rollen gebracht. Ja, ist leider wirklich so, ne? Stellt euch das mal vor, der Hund ist hier Patient Zero und wegen dem ist hier die Scheiße, die Kacke am Dampfen. Was macht man in so einer Situation? Eigentlich echt mies. Okay, gucken wir mal, bis wir Buddy gefunden haben. Schlagen wir uns erstmal durch hier im wahrsten Sinne des Wortes. Where are you? Buddy. Oh, hier ist richtig. Scheiße. Zack, und da haben wir auch ein paar Waffen. Komm zu Daddy. So, warte mal. Munition nehmen wir mit. Oha, Freunde. Uah.
Boah, es ist ganz schön duster hier drin, oder? Ich hoffe, die Aufnahme ist hell genug. Aber hier sieht es schon übel aus. Get down! Oh, shit, ey! Geil, Mann! Freunde, wir ballern uns hier durch das geisteskranke Krankenhaus. Guck mal, hier so ein süßes kleines Walkie-Talkie. Okay, da müssen wir hin. Den Schlüssel brauchen wir. Okay, das wäre jetzt mit dem Hund einfacher, sagt er. Aber das schaffen wir auch so. Pass mal auf. So, Tür entsperrt. Oder auch nicht. Ach so, warte mal. Wir müssen das bestimmt nicht wieder beschweren hier irgendwie. Nee. Nein. Komm her. So. So geht's. Liegen bleiben. Okay, den Schlüssel nehme ich mit. Und die Munition natürlich auch. Boah, übel, Freunde. Übles Level. Geil, Mann. Ich sag ja, hier kriegst du auf jeden Fall direkt Resident Evil Vibes. Ich glaube, das wird das große Finale. Nur so eine kleine Mutmaßung. So, Schlüssel rein, happy sein. Okay, Floor 1. Such Buddy. Buddy. Where are you? Komm schon. Komm schon, Buddy. Du und ich, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Wir bringen das jetzt hier zu Ende. Ich bin aber jetzt wirklich mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Suche Buddy immer noch. Oh, guck mal hier, guck mal hier. Geil. Ja, Mann, die Automatik, sie spratzt direkt rein. Geil. Und guck mal, was da liegt. Komm zu Daddy. Oh, Moment. Hä? Okay, wir haben genug Munition anscheinend davon. Freunde! Geil, Mann. Yes! So, kurz Aufmerksamkeit erregt. Kommt schon, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Officer down! Oh! Oh no! Nein! Shit! Lad nach, schieß! Oh, mach doch! Was ist denn los hier? Die geht so ab! Geiles Teil, Mann! Okay, aber da müssen wir nochmal drüber reden gerade. Geht nicht. Oh, das hänge ich auch noch fest. Freunde! Warum auch immer die Shotgun will gerade nicht. Leider. Munition haben wir eigentlich genug. Boah, guck mal, der mit dem Afro, geil. Warte mal. So, jetzt ist voll. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Okay, Friends. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Er will nochmal. Zack. Okay, mal die Kiste lunzen. Boah. Okay, töte Buddy. But at least it's some kind of justice. Er will schon wieder nicht. Oh.
Geil, okay, was haben wir da? Komm zu Teddy. Freunde! Woohoo! Yeah! Guckt's euch an! Oh mein Gott! Oh, lad nach! Oh! Komm direkt nochmal! Oh Gott! Oh mein Gott! Leute, das ist komplett crazy, das Game, ehrlich. Jesus, komm, gib mir nochmal schnell hier davon ein bisschen Munition. Wahrscheinlich finden wir jetzt sogar nochmal einmal jede Waffe. Damit wir hier nochmal extra Spaß kriegen auf die letzten Meter. Oha, oha. Okay, was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Oh, yes! Obwohl, wir haben ja schon eine davon. Eine große und eine kleine? Nee. Ich bleib bei der Pistole erstmal. Erstmal bleibe ich bei der Pistole. Hier liegt ja noch genug Munition rum. Im Moment ist noch alles gut. Say I do what you want, friend. Say I kill Buddy. Who's gonna thank me? All the fucking dead people? Yeah! Boah, guck mal! Oh. Oh Gott. Das ist einfach so crazy. Jesus. Ah, komm mal her. Okay, ich sagte, töte Buddy. Das müssen wir noch klären, Freunde. Da kann ich jetzt noch nicht direkt zu Ja sagen. Der Typ, oder beziehungsweise der Hund, der hat das ganze Spiel uns begleitet. War immer treu an unserer Seite. Ich würde sagen, wir schnappen uns unseren Hund und machen einfach die Wiege. Okay, Aufzug. Wohin fahren wir? Hoch? Fahren wir hoch? Keine Ahnung, wo wir hinfahren müssen. Aber wir sind ja eben nach oben geklettert. Deswegen, okay, wir haben nur noch 25% Leben, sehe ich gerade. Gar nicht mal so gut. Trust you, Fred? You've been my friend since the start of all this, but I'm starting to think maybe Buddy's a better friend. Buddy ist auf jeden Fall ein besserer Freund. Okay, ah, das ist übrigens seine Kiste. Oh, guck mal, was er hier gemacht hat. Er hat die alle weggesnackt. Was ist denn mit dir, Kollege? Er ist auch komplett deformiert. Kommen wir da rein? Nein, kommen wir nicht. Oh, wie viel Munition wir hier finden, ne? Buddy! Oha. Oh, shit. Jesus Christ. What the hell have they been doing here? Alle Hundeliebhaber mal da draußen jetzt wegschauen. Das sieht echt übel aus. Oh no, ist das Buddy? Oh, guck mal hier, wie sie... Alter, die wurden zusammengenäht. Oha. Okay, das ist mies. Ich sag's euch, die haben an Buddy rumexperimentiert. I need to find Buddy. Pet Records. Oh mein Gott. Tu, was ich dir sage. Shit. Was haben die mit den armen Hunden hier gemacht? Jesus, Freunde.
Hey. 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 Kumpel. Hey. What are you doing? You get away from my dog. Scheiße, wir kommen nicht rein. Oh nein. You said you wanted to kill him. I know you're not making a vaccine. Quite the opposite. Powerful men need powerful beasts to serve them. That's the problem we've been trying to solve. Es war so klar. Well, from all the dead dogs everywhere, what you're doing ain't working, pal. We injected those animals with a serum made from the human strain. Now we have patient zero, the original canine strain. So now it will work, once and for all. Oh, don't look so morose. He'll be the king's dog. The king, huh? Okay, cool. So you're an asshole and you're insane. Stop! Hey, stop! No! Oh. You motherfucker, buddy! Oh mein Gott, der arme Hund. No! I can tell you're the sort of person who hates freedom. There were plenty of you in the old world too, endlessly squealing about how men like me should behave. But now we can just, well, we can hack your heads off and put them on spikes. The way the kings of old would have dealt with you. Soft men like you. Oh, guck mal, Buddy's wieder am Start. Buddy? The only reason I kept you alive. Someone really ought to eat this guy. This dog is going to be hungry. Buddy? Buddy, get him. Yes! Geil, Mann. Ja, yeah, das hat jetzt davon. Sauber. Buddy, listen. Look, I thought I wanted to be with people, but I think people might be fucking awful now. So, I'd rather just... Ja, was würdet ihr tun? Lieber mit dem Hund durch die Apokalypse ziehen? Okay, aber... Der wird doch jetzt safe mutieren da unten. Ah, der lebt sogar noch. Oh Gott, wir hören Schüsse. Buddy, stop! Oh no, da geht der Punk ab da hinten. Oh, und er kommt zurück, es war so klar. Feuer frei, sprengt den ganzen Ort in die Luft. Oh oh, wir müssen jetzt wahrscheinlich schnell aus dem Krankenhaus fliehen. Shit. Okay, wow. Showdown, Freunde. Showdown. Buddy und ich. Komm her, mein Freund. Sind wir noch Freunde? Ja, wir sind noch Freunde, ne? Ja, mein Kleiner. Ja. Okay, alles klar. Komm, du kriegst erstmal eine Wurst, weil du so gut durchgehalten hast. Ja, komm, gönn dir. Und jetzt machen wir hier die Showdown-Nummer, Freundchen. Du und ich, komm. Auf geht's. So, okay. Da draußen kommen schon die Jets. Oh yes! Und jetzt geht der Punk ab, Freunde. Jetzt geht's ab. Geil, Mann. Willkommen zum großen Showdown in Arizona Sunshine 2. Holy shit, Freunde. Zieht euch rein. Oh, stirb. Okay, alles klar. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nein? Okay, komm, Buddy. Du und ich. Du und ich. Wir mähen sie alle nieder. Ach, gib mir hier, gib mir die Muni, gib mir die Muni. Gib mir die Muni, wo ist die Muni? So. Sauber, die nehmen wir auch mal mit, warum nicht? Oha, Freunde. Oh, shit. Nein, ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Good dog.
Scheiße! Gib mir die Knarre in die andere Hand! Ich hab keine Muni mehr, das gibt's doch nicht! Okay, dann müssen wir es hier mit lösen. Holy crap! Oh, das war so klar. Boah, der Fette hier wieder. Bam! Und noch einer von der Sorte. Los, schnapp ihn dir! Sauber! Ah, okay, warte mal, jetzt können wir die Munition wieder mitnehmen. Komm her. Einmal, zweimal, okay, nein. So, das müsste erstmal reichen. Oh Gott, ey, flüchten wir aus diesem Krankenhaus. Und am besten, bevor ja alles den Bach runtergeht. Oh, ein kleiner süßer Affe. Boah, es regnet schon wieder Zombies, Freunde. Oh no, shit, da haben sie uns. Boah, so viel Spaß die Shotgun noch macht, ne? Das Nachladen ist einfach zu krampfig. Da müssen wir anders durch hier. Das müssen wir anders regeln, mit der Pistole oder so durchrushen. Holy shit, Freunde. Ich sag ja, der große Showdown. Komm schon, give it to me. Ich hab Bock. So, pass mal auf. Und Abfahrt. Los. Komm, Buddy, du und ich. So, hier lang. Sauber. Weggeholt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Oh Gott. Nein, wie viele sind das denn hier? Oh shit. Nee, keine. Oh Gott, keine Chance, Freunde. Was ist denn hier los? Fuck. Wie sollen wir denn da durchkommen? Oh mein Gott. Okay, das müssen wir taktisch klug anders lösen. Erst eine Horde nach der nächsten wegholen. Wenn wir da durchrushen wollen, das klappt nicht. Das funktioniert nicht, Freunde. So, warte mal. Gib mir das Moped mal hier hin. Okay, und auf geht's. Buddy. So, wir nehmen erstmal die alle weg jetzt. Einer nach dem anderen. So, wieder zurückziehen. Way to go, buddy. Oh. Oh shit. Oh, who's a good boy? Oh Gott. Scheiße. Buddy. Okay, sie sind down. Jetzt zu euch. Ach guck mal, hier gibt's direkt mal ein Stück Pizza. Moment. Gut, Leben wieder voll. Freunde. Yes! Boah, guckt's euch an, Leute! Wie wir einfach nur durchmähen. Und dabei den Rückzug machen. Okay, Moment. Oh nein! Ich hab keine Muni mehr, scheiße! Nein! Boah, wie wir uns hier echt zurückziehen müssen, ne? Krass. Du hast keine Chance. Keine Chance. Es sind zu viele. So, hier liegt noch Muni, die nehme ich mit. Hab ich eben alles übersehen. Ah, komm schon. Und der Dicke war ja klar.
Oh no, warte mal. Take it easy. Sauber. Das nenne ich Tech-Team. Guck mal, was hier los ist. Junge, dieses ganze Krankenhaus einfach nur komplett versifft. Heftig. Okay, liegt hier noch irgendwas? Nein, es ist einfach nur duster. Schnell weg aus der dunklen Ecke. Okay, okay, okay. Buddy, bleib bei mir, wo ich dich sehen kann. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, den Abschnitt. Wir sind raus. Okay, noch nicht ganz. Davon haben wir schon genug. Mehr können wir eh nicht aufheben. Boah, ich hätte jetzt so gern wieder das Gewehr, aber nicht hier die Shotgun. Alright, Freunde, weiter geht's. Wir sind hier noch nicht fertig. Oh, shit. Leave me alone. Buddy, hol den Großen. Sauber. Okay, die Waffe ist schon echt gut hier gerade für den Abschnitt. Ohne die hätte ich aber auch echt Probleme, sag ich euch ganz ehrlich. Weil nur mit der Pistole, vergiss es. Das kriegst du nicht geregelt. So, wir müssen weiter runter. Wir sind auf der Ebene 3. Wir müssen zur 1 wahrscheinlich. Oh shit! Hey Leute, guck mal hier! Guck dir das an! Rückzug! Oh, jetzt kommen wir noch von oben, oder was? Okay, wir müssen Zahn zulegen. Hier lang. Der König ist tot, ja Mann. Ah, raus hier, los. Sauber, Tür zu. Oha. Oh oh, Luftangriffe kommen, Freunde. Alright. Okay, buddy, let's get out of here once and for all. Everybody needs somebody. Geil, ja man, ist so. Boah, was ist denn hier los, Freunde? Oh mein Gott. Okay, ihr wisst jetzt alle genau, was kommt, Freunde. Gebt die Hoffnung auf. Feuer frei! Yes! Oh mein Gott! Episches Finale, Freunde! Wir mähen sie alle nieder. Oh. Junge! Geil, Mann! Da sehe ich mich! Wir sind unaufhaltbar, ja Mann, Buddy und ich. Obwohl er mitten im Minigun-Schuss steht. Was? Was? Was los? Okay, wir mussten kurz nachladen. Oh, sie kommen immer näher. Oh Junge, diese Minigun, es ist einfach so göttlich. Guckt euch das an, wie wir hier durch die Mengen mähen. Boom. Ja, Mann, da kommen auch schon der Helikopter. Oder mehrere. Okay, sie helfen uns. Oh, nee, nee, doch nicht. Sie helfen uns doch nicht. Wir müssen die Helis runterholen. Oh, fuck humans. Burn, baby, burn.
trouble. Oh no, es werden echt immer mehr Freunde. Komm schon, irgendwie müssen wir durchhalten. Da kommt der Luftangriff. Oh! Krass, wir leben noch. Ey, Buddy, hol uns hier aus dem Loch raus. Holy shit. Wow. What do you want to do tomorrow, pal? Yes. Freunde, das war's. Arizona Sunshine 2, Vertigo Games. Leute, war das ein wilder Ritt. Ich sag's euch, wie es ist, von Anfang bis Ende einfach nur geil. Es hat mega Bock gemacht, die ganzen Zombies wegzumähen mit jeder verschiedenen Waffe auf jede eigene Art und Weise. Für mich persönlich auch ein Highlight, Buddy, der Begleiter, richtig coole Abwechslung zwischendurch. Es hat dem Ganzen so eine spaßige Variante gegeben, auch dass man die Hüte zwischendurch aufsetzen konnte. Also ich hatte, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß mit dem Game, auch im Koop-Modus macht's übelst Laune, kann ich jedem nur empfehlen. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen zwischendurch. Ist halt der perfekte Shooter in VR, wenn du einfach mal so ein bisschen Spaß haben willst. Ne, ganz ehrlich. Spiel nimmt sich auch selber nicht zu ernst. Zwischendurch immer die witzigen Sprüche, die gedroppt werden. Absolut empfehlenswert. Mega. Freunde, ihr kennt die Devise. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in weiteren Projekten. Wie immer an der Stelle, Bewertung nicht vergessen. Gönnt ihr mir, gönne ich euch. Bis dahin und tschüss.